Bayern München 0:0, sie haben noch nichts verpasst, noch 11,5 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen, im Finale ja zweimal 15 Minuten, beide Mannschaften standen sich in ihren Gruppen schon zweimal gegenüber, einmal gab es ein 1:1, das war überhaupt das einzige Tor gegen Andreas Maywald im Kasten der Berliner im gesamten bisherigen Turnierverlauf, Michael Rummenigge damals der Torschütze und gestern ein 4:0, ja, man muss schon sagen, Sensationserfolg von Blau-Weiß 90 gegen den FC Bayern. Riesenstimmung natürlich bei den 8000. Blau-Weiß ja auch im letzten Jahr Sieger. Damals schaltete man die Bayern im Halbfinale mit 6:3 aus. Was siegt, die Berliner Pfiffigkeit oder die Cleverness, die Routine der Bayern? Lothar Matthäus, Sie haben es vorhin gesehen, im Halbfinale der Werder-Killer. Werder Bremen inzwischen Dritter, mühevoll Dritter, 4:3 gewonnen gegen die Berliner Stadtauswahl. Auch das ein sehr stimmungsvolles Spiel. Gutes Vorzeichen also fürs Finale. Hellmann! Wohlfahrt. Außen. Ja, Stanley, wie ist das zu erklären, dass eine Zweitligamannschaft in der Halle für so viel Furore sorgen kann? Naja, die Blau-Weißen sind ja recht selbstbewusst und sie behaupten ja, eigentlich sind sie gar keine Zweitligamannschaft vom technischen Niveau her und das mag sicherlich auch stimmen. Aber die Technik ist ja nur eine Komponente im großen Fußball und offensichtlich fehlt es, zumindest was den Feldanteil angeht, doch an anderen Dingen. Aber hier gibt es überhaupt keinen Unterschied zu bemerken, im Gegenteil. Das ist der Pole Wilga, seit kurzer Zeit bei Blau-Weiß 90 und hier der überragende Torsteher, der Mann in Gelb, Andreas Maywald. Holzer, aus Augsburg nach Berlin gekommen zu Saisonbeginn und Kögel. Berliner auch sehr geschickt im Zweikampfverhalten. Auch auf dem engen Raum gewinnen sie sehr, sehr viel. Faire Attacke. Wenn natürlich auch ein bisschen gefährlich für den Gegenspieler, aber er ist zuerst zum Ball gegangen. Ich finde ohnehin, man soll das Verletzungsrisiko in der Halle nur nicht auch überbetonen. Manchmal erscheint das mir viel zu hoch kalkuliert. Breme mit Kögel und Maywald. Ja, ein toller Typ, dieser Maywald. Aber für ihn gilt nun ganz besonders, dass er ein Hallenspezialist ist, denn er ist nur die Nummer 3 bei Blau-Weiß 90. Eder, Aumann und Uli Bayer-Schmidt. Das war festgehalten von Schlumberger. Schiedsrichter Peter Gabor zeigt ihm zu Recht die gelbe Karte. Peter Gabor, ja, einer der am meisten eingesetzten Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt bisher. 147 Einsätze hat er, glaube ich. Tja, normalerweise alles andere als ein Heimschiedsrichter. Also da in der Hinsicht können sich die Berliner keine Illusionen machen. Aber ich glaube, die Schiedsrichter haben hier keine allzu bedeutende Rolle gespielt. Beide Mannschaften haben sich doch ziemlich geschont. Das heißt also den Gegner, den Körper. Es gab praktisch überhaupt keine Zeitstrafen, ein paar gelbe Karten. Fast alles nicht der Rede wert. Michael Rummenigge. Wie gesagt, bisher der einzige Torschütze gegen Andreas Maywald vorgestern. Eck macht einen guten Eindruck in der Halle. Eder. Noch 7 Minuten in der ersten Halbzeit. Nochmal sei es gesagt, das Finale geht über 2x15 Minuten, während die Vorrunden- und Halbfinalspiele über 2x12 Minuten gehen.
Peter Stark jetzt wieder bei den Blau-Weißen auf dem Feld. Er ist eigentlich der Cheforganisator, könnte man sagen. Kögel gegen Haller. Er wird jetzt häufiger gebracht, in der Vorrunde sah man weniger von ihm. Lunde mit der Nummer 12 sahen sie da, Eck. Für mich die Überraschung der Bayern in der Halle. Man will die Blau-Weißen rauslocken, damit mehr Raum zu haben. Ja, ein bisschen eigenartig natürlich die Pfiffe. Sie richten sich sicherlich gegen die Bayern, aber das ist natürlich eine Reaktion auf die Taktik der Blau-Weißen, die jetzt auch einmal auf Abwarten spielen. Achtung! Latte! Lunde! Was der Meinwald alles hält, das gibt es. Ja, der Kögel im Ausdutzen der Chancen hat da seine Probleme. Das war eine heiße Szene. Aber wie der Meinwald auch wieder runtergetaucht ist, den Sie hier sehen. Der müsste eigentlich im Hallenhandball auch ganz gut sein. Bloß so einer muss es doch auf dem Feld eigentlich auch lernen, mit dem Talent. Achtung, Tor 1:0. Mike Schmidt. Oh, der Mike Schmidt, und da freut er sich. Mike Schmidt vor einigen Jahren mal ein Gastspiel beim Hamburger Sportverein. Peter Stark wieder der Vorbereiter. Wie schön er in die Gasse legt. Kögel kommt zu spät, Aumann kommt zu spät. 1:0 für Blau-Weiß. Natürlich so recht nach dem Geschmack des Publikums. Und das Ganze nach 10 Minuten der ersten Halbzeit. Zugabe, Zugabe. So schallt es durch die Deutschlandhalle. Ich glaube, die Blau-Weißen denken viel mehr ans Prestige, die Bayern zu entzaubern, als an die Siegprämie. Wolfgang Schüler, der gestern, kurz nachdem er aus Australien, aus dem Urlaub zurückkam, gleich mit 2 Toren aufwartete. Übrigens gegen die Bayern, wenn ich mich recht erinnere, damit den Grundstein zum 4:0 legte. Tja, und da waren auch alle Kritiker gleich verstummt, die schon nach Disziplinarmaßnahmen riefen. Angeblich ist er in Neuseeland hängen geblieben. Naja, kann passieren. Oh. Ja, da wird die Uhr dann angehalten. Noch 4 Minuten und 4 Sekunden in der ersten Halbzeit. 1:0 für die Blau-Weißen, die immerhin auch schon einen ganz stimmungsvollen Anhang, wie Sie hier sehen, in der Deutschlandhalle haben. Das ist zwar nur ein kleines Häufchen, nicht zu vergleichen mit den Hertha-Fröschen früherer Tage hier im Berliner Fußball. Aber wenn Blau-Weiß sich weiter so mausert und vielleicht den Wiederaufstieg schafft, na mal sehen. Lothar Matthäus. Und dann sofort der Konter über Haller. Er ist nicht der schnellste, aber technisch ganz gut. Man merkt, wie respektlos die Berliner spielen, welch Selbstvertrauen sie gewonnen haben. Nicht zuletzt auch durch ihren gestrigen klaren Erfolg über den deutschen Fußballmeister. Hohe Bälle in der Halle, kein Patentrezept, aber außerhalb des Strafraums nahm Aumann den Ball. Deshalb Freistoß für Blau-Weiß. Mauerabstand 3 Meter, beträgt er ganz selten nur. Hinten Egon Flath, Schüler versucht es direkt. Direkte Freistöße sind nicht erlaubt, aber vielleicht hat er gehofft, dass er von irgendeinem Bein da abprallt. Und ein Selbsttor würde natürlich dann gelten, weil dann noch ein gegnerischer Spieler berührt hat. Hellmann, Tor! Die Sicht versperrt war Aumann und 2:0 durch Manni Hellmann. Manni Hellmann aus dem Norden Deutschlands, damals als die Blau-Weißen ihren Durchmarsch von der Oberliga in die erste Liga antraten, zu Blau-Weiß 90 gekommen. Und auf der anderen Seite wieder mal eine Maiwald-Parade, während gerade hier unsere Zeitlupe lief. Sie sahen es noch im Ansatz.
2:0. Wie reagiert darauf die Truppe um Lothar Matthäus? Ist der Ball drin? Ja, ist drin. 2:1. Also, Winkelhofer ist es mit der Nummer 13, der Mann, der nicht im Protokoll vermerkt ist. Also in diesem Falle für die Bayern eine Glückszahl. Falls man abergläubisch ist, und die meisten Trainer sind es ja wohl. Dem Spiel kann dieser Anschlusstreffer nur zugutekommen und wir wollen hier vor allen Dingen natürlich guten Fußball sehen. Sie zu Hause sicherlich auch. Und da ist natürlich so ein Spielstand ideal, kurz vor der Pause, noch 1,5 Minuten. Matthäus. Brehme, die beiden Scharfschützen der Bayern. Konter wieder über Hellmann. Da waren mit den Fingerspitzen dran, der gute Aumann. Schöner, offener Schlagabtausch. Das gefällt mir in diesem Spiel. Achtung. Und Schlumberger gehört schon zu den besten Schützenposten. Oh, da hat das Tor richtig gewackelt. Ja, aber das wollen die Zuschauer sehen. Das sind Szenen, die die Leute von den Sitzen reißen. Schlumberger, er hätte jetzt fast seinen 5. Treffer erzielt und wäre damit an die 2. Stelle hinter Burgsmüller gerückt. Hier die Anwendung, der Schütze 1:2 Winkelhofer, der Hallensprecher hat ihn auch nicht im Protokoll, musste sich wohl noch erkundigen. Aber nicht alle Spieler waren auch in der Vorrunde dabei und hier packt noch manch einer einen Joker raus. Mike Schmidt. Verhakt sich damit Flick an der Bande. Die letzten 15 Sekunden der ersten Halbzeit. Blau-Weiß nicht etwa auf Halten des Resultats bisher bedacht gewesen, sondern darauf, guten Fußball zu bieten. Und das wird honoriert. Ein rassiges Endspiel. Hoffen wir, dass die zweiten 15 Minuten genauso verlaufen. Normalerweise, Stanley, ist es ja so, dass gerade Endspiele nicht das halten, was man sich von ihnen verspricht. Stark! Peter Stark mit einem Kopfballtor. Ich glaube, das wäre ins Guinness-Buch der Rekorde oder ins Raritätenkabinett oder wo immer Sie wollen eingegangen. Der Versuch hier eine Kombination aufzubauen und der Wohlfahrtsschuss, da kommt natürlich der Ball von der Bande sehr schnell zurück und dann hat man nicht mehr genügend Zeit, den Schuss kontrolliert anzusetzen. Weiter sagt Schiedsrichter Gabor, Peter Stark. Kaum vom Ball zu trennen und dann noch mit dem Blick genau in die richtige Richtung und dem Pass zu Mike Schmidt. So entstand ja das 1:0. Der regierende Bürgermeister scheint nicht so angetan zu sein von diesem Spiel, Eber Diepkin. Aber er hat natürlich auch eine lange Nacht hinter sich. Man denke nur an den Presseball. Aus der eigenen Hälfte darf nicht geschossen werden. Vielleicht fragen Sie sich manchmal, warum riskiert man da keinen Fernschuss? Und das ist richtig, man will eben in der Halle mehr dem technischen Fußball zur Geltung verhelfen und es nicht mit Gewaltaktionen versuchen. Maywald jetzt fast in der Bodensky-Rolle. Bisschen riskant beim Stande von 2:1. Und übrigens wird jetzt als Torschütze Ciskale angegeben. Als Torschütze des 2:1. Also da scheint es doch eine Unklarheit zu geben. Bayern wieder mit ihrer besten Formation. Und dazu gehört Eck, der hier eben geschossen hat. So, kleines Atemholen offensichtlich bei beiden Mannschaften.
Plath versucht mit Schüler Doppelpass. Aber das ist die richtige Taktik. Man muss den Ball in der Halle in den Fuß spielen. Mit irgendwelchen Steilpässen ist nichts zu holen. Und dann kann man entweder hoffen, dass man sich um den Gegner dreht oder dass der einen fault. Und da gibt es Freistoß. Fast ein Selbstläufer von Egon Plath, aber Maywald ist auch von den eigenen Leuten kaum zu bezwingen. Dieter Brefort jetzt mit der Nummer 12. Und Robert Holzer, der linken Seite, wieder Brefort. Also das überrascht mich doch, der Pärchenbetrieb auf dem Feld. Dass man es nicht hier mit einer Raumdeckung probiert. Auch Wohlfahrt wird ganz genau markiert. Sie sehen es da, schon bei der Ballannahme gestört. Kögel. Aber war glücklicherweise für die Blau-Weißen noch ein Kopf dazwischen. Zwar der von Holzer. Da noch innerhalb Bayern reklamieren, dass Maywald den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen habe. Aber Brefort hat Platz. Noch ein bisschen Arm dabei bei Hellmann. Abgepfiffen von Schiedsrichter Gabor. Ja, Andi Brehme mit Foulspiel gegen Wolfgang Schüler. Knapp 8000 Zuschauer, das wäre etwas, was sich Blau-Weiß durchaus auch in der zweiten Liga als normalen Besuch wünscht. Das ist der kalkulierte Schnitt, der auf dem Feld weit unterschritten ist nach der ersten Serie. Ja, Matthäus, mal aufpassen, er kann mit rechts und links schießen. Wird auch immer besser. Da stört ihn ein bisschen die Fernsehkamera, die hat er etwas zur Seite geschoben. Brehme, einer, der auch schießen kann. Das sind die beiden Motoren jetzt des Spiels von FC Bayern. Dazu Rummenigge und Kögel als die Leute, die für die technischen Akzente sorgen sollen. Und dann Maywald wieder. Ja, Matthäus kam nicht zum Schuss, Hellmann hat ihn behindert. Noch 10 Minuten. Schüler. Ungeheuer geschickt, der Schüler auch in der Abdeckung des Balls, genauso wie Peter Stahl. Aber Kögel. Schlumberger trifft den Ball. Korrekter Einsatz. Auch wenn Kögel jetzt noch ein bisschen diskutiert mit Schiedsrichter Gabor. Sie haben es gerade nicht im Bild. Sie sehen aber hier den Wechsel bei den Blau-Weißen, der sozusagen nach Gefühl vollzogen wird. Und Trainer Haus überlässt das den Spielern. Egon Plath. Sieht alles nicht schlecht aus. Auch das ist richtig. Tja, im Kopfballduell, selten genug in der Halle, sind die Blau-Weißen keineswegs zweitklassig. Das war der Wilger und der Brehme. Oh. Oh, was für ein Tor, Manni Hellmann. Das Tor des Turniers. Ja, ich würde auch sagen, ein so spektakuläres Tor habe ich noch nicht gesehen bei diesem Turnier. Oh, das kann ich mir mehrmals in der Zeitlupe ansehen. Zunächst mal, wie Wilger Brehme versetzt. Ja. Dort an der Bande, schon ungewöhnlich genug. Erster Versuch und dann Hellmann. Oh, toll. Fallen einem sofort Klinsmann, eine Grete, wer auch immer ein. Man sieht die Zuschauer. Den Riesenjubel der Zuschauer. Bayern müssen jetzt noch mehr riskieren. Foul von Stark an Rummenigge. Korrekte Entscheidung, ganz klar. Überhart waren. Und nun der Riesenjubel hier. Blau-Weiß 90 gewinnt erneut das Hallenturnier in der Berliner Deutschlandhalle. Diesmal durch einen Finalsieg. 3:1 gegen den deutschen Fußballmeister, den FC Bayern München, der damit
besser abschnitt als bei den letzten Auftritten in Karlsruhe und im heimischen Olympiastadion. Aber gegen diese Mannschaft zweimal, man kann schon sagen, nicht zu bestellen hatte. Dennoch heute, Stanley, waren die Blau-Weißen noch besser, als es das 3:1 aussah. Das ist sicherlich richtig. Man hatte auch in der Schlussphase noch Möglichkeiten, das Ergebnis zu verbessern. 4:0 hatte man ja schon in der Vorrunde gewonnen. Und die Bayern müssten langsam auch einen Blau-Weiß-Komplex kriegen, denn im Vorjahr hat es ja auch nicht gereicht. Gut, dass man ihn in die Mitte genommen hat, der sich da in Gelb so abhebt von Mannschaftskameraden Andreas Maywald. In manch kritischer Phase hat er, ja, man würde sagen, wenn er drin gewesen wäre, Unhaltbare gemeistert. Ein Teufelskerl zwischen den Pfosten. Der beste Spieler für mich im gesamten Turnier, die Feldspieler einbegriffen. Ja, es gibt ja eine Wertung, der beste Spieler, der beste Feldspieler, beziehungsweise der beste Torhüter, aber eigentlich müsste er bester Spieler und bester Torhüter sein. Ja, so sehe ich es auch. Und ich höre, dass Dieter Gruschwitz einen Interviewpartner hat. Ja, herzlichen Glückwunsch an Bernd Hoss, den Trainer von Blau-Weiß 90, und an Wolfgang Kühler, den Kapitän. Wenn man euch so sieht, würde man sagen, lacht doch mal ein bisschen, freut euch doch mal so richtig. Herr Hoss, Sie haben eben zu mir gesagt, das war ja fast selbstverständlich, aber das haben Sie wohl nicht ganz ernst genommen. Nein, ich freue mich mit der Mannschaft, die hat hier die 3 Tage sehr guten Fußball gespielt. Hat fortgesetzt von Bremen, was sie kann, hat hier deutlich unterstrichen, wozu sie in der Lage ist. Und sicher, ich bin nicht der Euphorische. Ich werde mich bei der Truppe bedanken, weil sie hat es verdient, aber machen wir in der Kabine. Wolfgang Kühler, ich glaube, Blau-Weiß hat mit diesem Sieg hier in Berlin wieder unheimlich viel für sein Renommee getan. Ganz Berlin wird in den nächsten Tagen wieder von dieser Blau-Weiß-Mannschaft sprechen, und ich glaube, die ist besonders wichtig im Hintergrund. Voriges Jahr wurden sie auch eingeladen. Das hat einen guten Grund, weil sie der überragende Torhüter sind beim Hallenturnier. Aber